Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es wieder um einen häufigen Fehler. Wann benutzt man Herr bzw. Frau vor einem Namen? Nun, man benutzt Herr, wenn man die Person auch siezen würde. Ja, wenn man eine Person siezt, ja, zum Beispiel Herr Meier, ja, ich sieze Herr Meier, ja. Hallo, Herr Meier, wie geht es Ihnen? Schönes Wetter heute. Wie geht es Ihren Kindern? Wie geht es Ihrer Frau? Und so weiter, ja. Ich sieze ihn. Und deshalb sage ich auch Herr Meier. Ja. Hallo, Herr Meier. Ja. Und angenommen, sein Vorname ist Tim, ja, dann heißt er Tim Meier. Und ich nenne ihn aber nicht beim Vornamen, sondern beim Nachnamen, ja, Herr Meier, ja, und genauso auch mit Frau Meier. Seine Frau ist Frau Meier, ja. Was ich nicht mache, ist, dass ich sage Herr Tim, ja, weil das wäre ja sein Vorname, sondern ich sage Herr Meier. Und mir ist aufgefallen, dass viele Deutschlerner Herr Marco zu mir sagen. Aber ich bin ja nicht Herr Marco, sondern Herr Rösler. Mein Nachname ist Rösler, also bin ich Herr Rösler. Aber du kannst mich duzen und deshalb sagst du einfach Marco. Ja? Hallo Marco. Du brauchst Herr bei mir nicht zu benutzen. Wenn du aber mit einer Person sprichst, die du siezen musst, dann sagst du Herr bzw. Frau. Um herauszufinden, wann du eine Person siehst und wann du eine Person duzt, schaue mein Video über genau dieses Thema. Ich hinterlasse dir einen Link in der Beschreibung. Bis später, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!